Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Kneipenchecks. Dieses Mal haben unsere Tester Oleg, Caro, Henning und Lola für euch die Greifswalder Kneipen unsicher gemacht. Den heutigen Abend beginnen wir in der Kulturbar in der Langen Straße. In der Nähe des Marktes befindet sich im zweiten Stock das gemütliche Café und Atelier. Unsere Tester suchen ein schönes Plätzchen und beginnen in der Karte zu stöbern. Dabei entdecken sie auch so manche Kuriositäten. So, jetzt sitzen wir hier auf einem Stuhl. Schnell kann die Bestellung aufgegeben werden und Oleg nutzt sofort die Gelegenheit, um sich in den separaten Raucherraum zurückzuziehen. Währenddessen werden schon die Getränke zubereitet und danach serviert. Und Prost! In rustikaler Atmosphäre genießen die vier ihre Getränke. Da die Kulturbar mit ihrem Ausstellungsraum in der dritten Etage vor allem auch Künstler und Kunstinteressierte anzieht, sind auch die Einrichtungsgegenstände sehr individuell gestaltet. Schnell sind die Gläser geleert und es geht ans Bezahlen. Schließlich stehen noch zwei weitere Kneipen auf dem Programm. Zuvor müssen unsere Redakteure sich aber noch auf die Punkte einigen. Also Location finde ich gut, Atmosphäre finde ich auch gut, aber es waren zu wenig Leute. Ja. Pro Kategorie sind bis zu 10 Punkte zu vergeben. Also, Kulturbar Resümee. In der Kategorie Preis-Leistung vergeben wir 6 Punkte. Da es für diese Bar eine angemessene Auswahl gibt und die Preise sind nicht übermäßig niedrig, aber schon gut. Dann für die Location und die Atmosphäre geben wir 7 Punkte. Wobei die Mädchen, also wir Mädchen fanden das noch ein bisschen besser als die Jungs. Deswegen, wir hätten jetzt, die Mädels hätten 8 gesagt, die Jungs 6. Also haben wir uns auf 7 geeinigt. Es passt alles sehr schön zusammen. Und in der Kategorie Bedienung vergeben wir 8 Punkte. Denn man muss dazu sagen, wir waren jetzt eben die Einzigen in der Bar, aber dafür ging es eben auch sehr fix. Und die Bedienung war sehr nett. Deswegen 8. Und zu den Specials kann man noch sagen, alle Getränke und das Essen, alles Fairtrade-Produkte. Vielleicht ist das ja für jemanden sehr vorteilhaft. Und im oberen Stockwerk der Kulturbar sind ab und zu Kunstausstellungen zu sehen. Also passt eigentlich die Atmosphäre sehr gut zum Sinn der Bar sozusagen. Also durchschnittlich gut. Hier nun die Punkteverteilung im Überblick. Auf geht's ins Café Kaspar. Dann mal rein in die gute Stube. Eine Ecke ist schnell gefunden. Die Auswahl des passenden Getränks fällt weniger leicht. Aber schließlich findet dann doch jeder etwas Passendes für sich. Nach der Bestellung werden die Drinks an der Bar zubereitet. Währenddessen lassen unsere Tester ihre Blicke schweifen. Dann kommen auch die sehnsüchtig erwarteten Cocktails. Und Anstoßen Teil 2. Unseren Redakteuren scheint es zu schmecken. Boah, meines war echt heftig. Bei einer kleinen Stärkung vergeht die Zeit wie im Fluge und die Gläser sind schnell geleert. Noch schnell bezahlen, anziehen und raus geht's zur Beratung. Dann folgt jetzt die Bewertung. So, also wir vergeben jetzt die Punkte fürs Kaspar. Als erstes Preis-Leistung-Auswahl. Wir waren jetzt hier zur Happy Hour, die immer 19 bis 21 Uhr ist. Da muss man sagen, die Preise in der Happy Hour sind in Ordnung, ansonsten sind sie etwas höher. Dadurch, dass es aber Restaurant, Café und Bar ist, ist auch die Auswahl an Speisen und Getränken etwas größer als in der Kulturbar. Deshalb vergeben wir hier 6 Punkte. Ja, als nächstes Location und Atmosphäre. Es ist jetzt nichts Besonderes, es ist ganz nett zum Sitzen und die Stühle sind ganz bequem. Aber ja, nichts Besonderes, also 5 Punkte. Und als letztes die Bedienung. Sie war sehr freundlich, aber sie hat einiges vergessen. Also die Cocktailkarte zum Beispiel hat sie uns erst auf Nachfrage gegeben, obwohl Happy Hour ist und wir haben auch keine Servietten bekommen, obwohl das eigentlich dazugehört, meiner Meinung nach. Deshalb 6 Punkte. Ja, das war's und wir machen uns jetzt auf den Weg ins Ravik.
Hier noch einmal die Punkte im Überblick. Und schon geht's weiter ins Ravik. Mittlerweile ist der Abend schon fortgeschritten und die Greifswalder Bars füllen sich. Trotzdem finden unsere Redakteure noch einen letzten freien Tisch und können beginnen, die zugegebenermaßen eher kleine Karte zu studieren. Cocktails sucht man hier leider vergebens. Aber dafür gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Bieren und Mixgetränken. Ich hätte gerne, habe ich noch Cider da? Ja, ne? Die Bestellung wird über den Tresen hinweg aufgenommen. Und ein kleines Bett. Der Barmann macht sich gleich ans Werk. Die Getränke werden an der Materialausgabe bereitgestellt und Henning darf sich als Servierkraft betätigen. Und jetzt heißt es zum letzten Mal für heute Abend: Anstoßen, trinken und testen. Prost! Lola, da hast du dir aber was vorgenommen. Noch ein letztes Mal bezahlen und auf zur letzten Bewertungsrunde. Bei der Punktevergabe besteht noch etwas Diskussionsbedarf. Bedienung. Also ich muss sagen, darf ich das schon? So haben sich die vier geeinigt. Also wir kommen jetzt aus dem Ravik. Jetzt kommst du zu der Kategorie Preis-Leistung. Da vergeben wir einen 9, weil früher war es ein bisschen günstiger. Aber ansonsten bietet diese Kneipe alles, was auf der Karte steht und was nicht auf der Karte steht. Und dann zweite Kategorie, Location und Atmosphäre. Also die Bar liegt mitten in der Stadt. Und deswegen geben wir 10 glatte Punkte fürs Ravik bei Atmosphäre und Location. Und vor allen Dingen, weil auch drin so viele Leute sitzen und weil es einfach gemütlich ist. Es hängt überall verrückte Sachen, alte Fotos, ein Bikini, ja, es ist vor allen Dingen Koffer an der Decke. Es macht was für... Also es ist wirklich eine astreine Dekoration. Und deswegen bekommt die Atmosphäre und das Location 10 Punkte. Das ist immer richtig gut. 10 Punkte. Das ist einfach... Und zur letzten Kategorie Bedienung. Da geben wir eine 8, obwohl ich mehr geben würde, aber wir geben eine 8. Wir haben uns demokratisch darauf geeinigt. Alles coole, nette Leute, sind für jeden Spaß zu haben. Ich glaube, Caro hat was auszusetzen. Also mich persönlich stört es im Gegensatz zu anderen Bars, dass man sich selbst seine Getränke holen und nachher auch an der Bar bezahlen muss. Also das ist so das, was es negativ von anderen unterscheidet. Aber ansonsten ist die Bedienung sehr nett. Also Fakt ist jedenfalls für Bedienung 8. So haben unsere Tester entschieden. Das Ravik siegt vor der Kulturbar auf dem 2. Platz und dem Café Kasper auf Rang 3. Und das war die diesmalige Ausgabe vom Kneipencheck. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss! Prost! Prost! Das Produkte. Gefährlich von Schweinen. Produkte, Essen und Trinken. Essen und Trinken sind alles Fairtrade-Produkte. Öfter mal. Kulturbar, ich hab nicht Kultur. Nee, aber das war. Wir waren auch nur die Einzigen im Laden. Ja, das ist aber nicht immer so. Was soll denn das jetzt? Zucker, ich sage nur Zucker. Ja. Achso, das ist. Zucker ist gut für Mamuschka. Also Zucker. So gern wie du. Mit gehen wie du. Stehen wie du. Okay. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei uns dabei, uns beim Trinken zu sehen. Ja, wir hatten Spaß, ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal beim Kneipencheck. Tschüss! Prost!